Hey Leute und willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, der neue Whisker ist für euch wieder für euch am Start mit einem weiteren Tutorial heute und zwar mit dem RPC S3 Emulator. Ganz genau, der PlayStation 3 Emulator für den PC und den wollte ich euch ein bisschen mal vorstellen beziehungsweise woher ihr den holen könnt, also kostenlos runterladen könnt, weil er ist ja Open Source. Und mehr wollen wir auf dem Video erstmal noch gar nicht eingehen. Ich werde auf jeden Fall euch zeigen, wie ihr den ganzen, wie ihr das ganze Programm halt einfach downloaden könnt, installieren könnt und dann auch einstellen könnt, damit ihr eure ganz normalen PlayStation 3 Discs in eurem PC abspielen könnt. Ich in meinem Fall benutze jetzt oder beziehungsweise spiele aktuell Ratchet & Clank Tools of Destruction und wir sehen oben auf der linken Seite, dass es schon wirklich optimal eigentlich läuft. Ich habe zwischen 40 und 80 FPS, je nach Kampfsituation und man kann eigentlich nicht klagen, ne? Wichtig für euch wieder zu wissen ist, dass wir auf jeden Fall einen guten PC brauchen, also ihr solltet auf jeden Fall eine GTX 69 aufwärts haben. Ab da haben wir Systeme getestet mit solchen Grafikkarten, GTX 69, 79, 89 wurde getestet, da laufen solche Games einwandfrei flüssig. Auf jeden Fall muss definitiv ein i5 Prozessor da sein. Am besten den 6700K, wenn ich jetzt richtig glaube ich liege. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe nur die Intel i7 Gen gehabt. Also Intel i7 3077K habe ich gehabt. Damit ging das auch. Und den Intel i7 8700K habe ich jetzt aktuell. Und ja, damit funktioniert das alles einwandfrei. Okay, wir wollen jetzt nicht lange um den heißen Brei reden. Wir werden jetzt erstmal das Spiel hier ganz easy peasy schnell beenden. Wir gehen auf die rpcs3.net Seite. Dort können wir den PlayStation 3 Emulator herunterladen und das völlig kostenlos. Den Link habe ich für euch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr das getan habt, beziehungsweise wenn ihr euch den PlayStation 3 Emulator für den PC heruntergeladen habt, entweder für Windows oder für Linux, gibt es hier die zwei Versionen, könnt ihr euch auf jeden Fall aussuchen. Also wenn ihr Windows 10 habt, dann solltet ihr auf jeden Fall die Windows-Version natürlich herunterladen. Da einfach hier auf diesen Button klicken, dann kommt schon das Download-Fenster. Dort könnt ihr dann praktisch den RPCS3 Emulator auf dem Desktop speichern und dann war es das Ganze auch schon. Ganz wichtige Info für euch, sollte die neueste Version vom RPCS3 nicht einen Auto-Updater haben, also ein Auto-Updater in dem Sinne, sobald ihr den Emulator startet, macht er automatische Updates. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, habe ich euch einen Link in die Beschreibung gepackt, womit ihr euch einen Auto-Updater herunterladen könnt. Das sind zwei Dateien, die kommen in das Hauptverzeichnis vom RPCS3, also da, wo wir praktisch RPCS3 installiert haben. Das ist jetzt in meinem Fall dieser Ordner hier. Ich mache den jetzt einfach mal ein bisschen größer. Da tut ihr einfach diese zwei Dateien rein. Meine Version von RPCS3 hat schon den automatischen Updater. Deswegen kann ich euch dann nur empfehlen, ladet euch einfach die aktuellste Version runter. Sollte es keine Updates für euch geben, also praktisch, dass der RPCS3 Emulator hier kein Update herunterladet, kopiert einfach die zwei Dateien rein und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, wenn wir das getan haben, Freunde, sehen wir hier auf jeden Fall den Ordner. Das sollte jetzt nicht passieren. Sehen wir auf jeden Fall hier den Ordner. Bei euch müsste das eine Setup-Datei sein. Wenn ihr das installiert habt, ihr könnt das installieren, wo ihr wollt. Ich empfehle es aber auf jeden Fall, den RPCS3 Emulator auf eine SSD-Festplatte zu installieren, damit ihr wirklich die beste Leistung von der Lesegeschwindigkeit von den ISO-Dateien abnehmen könnt. Also in dem Sinne, wenn ihr zum Beispiel eine PS3-Disk habt, die ihr in euer Laufwerk reinschiebt, dann hat das darauf keine Auswirkung, weil das praktisch vom Laufwerk abgespielt wird. Aber wenn ihr eine ISO-Datei habt, also eine ISO-Image, die ihr da bekommt, wenn ihr googelt, ich werde da keine Links verteilen, Leute, ganz wichtig hier, es werden keine Fragen beantwortet, woher man Rooms bekommt, weil darauf kann ich euch keine Auskunft geben. Das ist schon mal der erste Punkt, der wirklich wichtig ist. Also, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier den RPCS3 Emulator gestartet und wir sehen, wir haben hier eine neue Version. Ich tue das jetzt hier mal nochmal schließen. Bei mir ist das hier die Version hier. Wenn ich diese Version hier starte, bekomme ich automatisch eine Info, dass eine neue Version verfügbar ist. Sie ist ungefähr meine Version, die aktuelle Version, die ich jetzt habe, ist 12 Stunden alt. Und vor 12 Stunden und 14 Minuten gab es ein neues Update, das heißt, wir machen jetzt das Update. Das dauert dann je nachdem, wie schnell eure Internetgeschwindigkeit ist. Das ist auch nochmal ganz wichtig dabei anzumerken. Je schneller eure Internetgeschwindigkeit ist, desto schneller könnt ihr dieses Update herunterladen. So, wenn das ganze Update erfolgreich installiert habt, beziehungsweise automatisch aninstalliert wurde, steht dann hier Update Successful. Somit können wir hier den Update-Prozess abschließen, einfach auf OK drücken. Und RPCS3
öffnet sich wieder. Wir haben jetzt hier ein Fenster. Hier in meinem Fall habe ich Ratchet & Clank Tools of Destruction drin. Ich tue das einfach mal ein bisschen vergrößern, damit das für euch bildlich besser dargestellt werden kann. Ich habe bei mir, also ich habe die Disk selber da. Ich habe das einfach auf eine ISO-Image gebrannt. Praktisch also von... Ich habe es einfach von meiner PlayStation 3 Disk auf den PC kopiert und dann mit Inkburn habe ich das Ganze gebrannt sozusagen. Also es ist jetzt nicht illegal, ein Spiel, was man besitzt, zu kopieren auf dem PC. Das ist nicht illegal. Deswegen, wenn ihr das Spiel selber habt, einfach auf dem PC kopieren über das Blu-ray-Laufwerk, wenn ihr eins habt, und in ein ISO-Image umwandeln. Und dann könnt ihr das Spiel ganz normal spielen auf dem RPC-S3-Emulator. Damit wir es aber spielen können, empfehle ich euch auf jeden Fall, einen Controller anzuschließen. Es geht ein PS3-Controller, PS4-Controller, es geht ein Xbox 360-Controller, Xbox One-Controller und weitere Controller, die ganz normal das X-Input oder, das Windows-Standard-Management besitzen, wie man einen Controller einfach benutzen kann bei Windows, ja. Ob Bluetooth oder über Kabel ist völlig egal. Ich benutze aktuell den Xbox One-Controller und habe damit keine Probleme. Wir werden auf jeden Fall zuerst mal den Controller einstellen, weil für euch ist das nochmal wichtig zu wissen, was man nochmal beachten muss. In meinem Fall habe ich ja wie gesagt den Xbox One Controller und man muss bei Händlers X-Input auswählen und der Rest wird automatisch schon vergeben. Also RPCS3 hat schon automatisch die Tastenzuweisung hingemacht, beziehungsweise schon so konfiguriert, dass wir eigentlich nichts mehr machen müssen. Ihr wählt praktisch einfach X-Input aus und hier bei Devices auch nochmal X-Input Pad 1 und dann wird alles automatisch auf Default gelassen, weil mehr müsst ihr nicht machen. Ihr könnt natürlich eure Tasten selber nochmal einstellen. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, schaut mal hier rechts unten, ich hoffe, das sieht man jetzt im Video, wenn ich jetzt mit dem rechten Joy-Con da ein bisschen so rumfummel, ja, dann seht ihr, dass er sich bewegt, mit dem linken hier auch. Also das in dem Sinne funktioniert schon mal ohne Probleme. Wir können auch Player 2, Player 3, Player 4 machen. Also es können mehrere Controller angeschlossen werden. Es gibt ja einige Spiele, wo im Singleplayer-Game eigentlich auch zwei Spieler möglich sind. Das geht mit dem RPCS3-Emulator ebenso wie auch auf einer normalen Konsole. Also, jetzt kommen wir zu der Konfiguration. Ich empfehle euch, für jedes Spiel eine separate Konfiguration zu machen. Und wie das geht, ist ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich in meinem Fall, Ratchet & Clank Tools of Destruction habt. Ja, diese Settings, die ich euch jetzt zeige, sind für viele Games schon ausreichend, um sie flüssig spielen zu können. Eine Kompatibilitätsliste, welche Spiele überhaupt aktuell gut spielbar sind, habe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr nochmal kontrollieren, ist dieses Spiel überhaupt spielbar, lohnt es sich, das Spiel zu kaufen und zu spielen auf dem PC oder nicht. Und dann, wenn das zum Beispiel steht, es ist spielbar, könnt ihr das spielen. Ganz wichtig ist nochmal zu sagen, die Kompatibilitätsliste ist seit 2018 bei dem Spiel jetzt nicht mehr aktualisiert worden. Theoretisch, wenn ich jetzt hier eine Info rausgeben würde, dass Ratchet & Clank Tools of Destruction gehen würde, von Anfang bis Ende, was es auch tut, dann wird diese Kompatibilitätsliste aktualisiert. Ihr könnt also etwas dazu steuern, also kostenlos natürlich den Leuten von RPCS3 sagen, hey, yo, pass auf. Es sieht so aus, dass dieses Spiel von Anfang bis Ende spielbar ist mit 40 bis 60 FPS und dann wird das als Playable abgespeichert bei der Kompatibilitätsliste und meistens bekommt man dafür auch eine Namensnennung in der Kompatibilitätsliste. Wenn man zum Beispiel jetzt einen YouTube-Kanal hat, so wie ich, kann man den da angeben, dann hat man auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht und so. Aber das ist jetzt nur ganz nebenbei. Wir kommen jetzt zur Custom Configuration. Wir machen Rechtsklick auf das Spiel, was wir drauf haben. Und dort tun wir dann Folgendes einstellen. Ihr könnt einfach die Einstellungen so überändern, wie ich es habe. Wir haben den PPU-Decoder auf Recompiler LLVM. Dann haben wir den SPU-Decoder auf Recompiler LLVM. Und additional Settings haben wir Enable SPU Loop Detection und SPU Cache. Diese zwei Sachen sollten auf jeden Fall an sein, damit die Cache, die ihr im Spiel bekommt, also man muss ja praktisch diese Cache, oder wie nennt man das, wie soll ich das erklären? Also da werden Sachen nochmal nachgerendert und die werden dann gespeichert, damit das für das nächste Spielerlebnis einfacher ist, abgespielt zu werden, so in der Art. Also es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, macht's einfach an. Bei den meisten Games bringt's was, bei einigen Games braucht man das gar nicht, die nicht viel Leistung haben, aber ich hab's trotzdem an und ich habe damit keine Probleme. TSX Instructions habe ich enabled, SPU Block Size habe ich auf Save. Ihr könnt natürlich auf Mega oder Giga gehen, wenn ihr merkt, dass das Spiel irgendwie im Slow Motion läuft. Also ihr habt zum Beispiel 30 FPS und ihr merkt, das Spiel läuft irgendwie, ja, so langsam. Wie als hättet ihr bei Sie von GTA San Andreas diesen Slow Motion Cheat
Dann müsst ihr einfach auf Mega oder Giga gehen, damit das Ganze schneller gerendert werden kann. Je nachdem, was für ein System ihr habt, so arbeitet es dann. Preferred SPU Threads lasst ihr einfach auf Auto. Das wird dann praktisch von eurem Prozessor dann automatisch geregelt. Solltet ihr auf jeden Fall nicht ändern. Wenn ihr das so gemacht habt, einfach auf Apply und das war's dann. Dann gehen wir auf GPU. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. So, sorry, ich bin aufs Mikrofon gekommen. Viele haben ja immer gesagt Vulkan. Also der Renderer Vulkan ist eigentlich für die AMD-Grafikkarten. In dem Sinne, bei RPCS3 ist es so, dass Vulkan mit einer RTX-Grafikkarte wie von mir oder mit einer GTX-Grafikkarte, die ihr vielleicht in eurem PC verbaut habt, ohne Probleme auch funktionieren kann. Je nachdem, ihr müsst einfach mal ein bisschen probieren. Wenn ihr das Spiel startet, beispielsweise jetzt Ratchet & Clank, wie bei mir, wenn das mit Vulkan oder mit OpenGL nicht läuft, wechselt ihr auf Vulkan. Wenn ihr merkt, dass es mit Vulkan ohne Probleme läuft, dann könnt ihr auch auf diesem Renderer bleiben. Das ist halt dieses Hackmeck. Wichtig ist zu bemerken, beim Renderer können wir, also bei OpenGL können wir keine Grafikkarte auswählen, weil hier einfach automatisch vom Betriebssystem was ausgewählt wird. Und ich denke mal, das ist der strenge, ich sag mal, der Punkt, wo hier nicht wirklich bedacht wurde. Es ist ja so, dass einige Spiele mit OpenGL besser laufen, einige mit Vulkan. In meinem Fall läuft mit Vulkan Ratchet und Clank Tools of Destruction ohne Probleme. So, da wählt ihr dann eure Grafikkarte aus. Aspect Ratio, was für einen Monitor ihr habt. Wenn ihr einen Breitbildschirm habt, solltet ihr auf jeden Fall 16 zu 9, mit welchem Monitor ihr spielt. Deswegen müsst ihr da selber gucken. Lasst einfach am besten auf 16 zu 9, damit macht ihr nichts falsch. Anisotropisches Filtern könnt ihr auf Auto lassen oder auf 16-fach. Ich habe das einfach auf 16-fach gelassen, weil das tut irgendwie auch die Performance jetzt nicht verschlechtern oder verbessern, sondern eher die Grafik ein bisschen verhübschern. Da merkt man einfach, dass diese Filterung von den Grafikeffekten etc. besser ist. Frame Limit, Leute, lasst ihr auf aus. Sehr wichtig, lasst das auf aus. Es ist einfach besser so. Je nachdem, wenn ihr einen Monitor habt, wo nur 60 Hertz gehen, dann lasst es auf Auto, okay? Damit er automatisch das synchronisiert und damit er keine Wellen bekommt. Ich in meinem Fall habe 144 Hertz Monitor mit G-Sync, 2K Auflösung, da brauche ich einfach kein FPS-Limit auf 60, weil alles unter, ich sag mal, alles unter 70 FPS, Leute, bei einem 144 Hertz Monitor ruckelt für mich. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Wortwahl, ich möchte nichts Falsches sagen. Also, dann Anti-Aliasing haben wir auf Disabled, das lassen wir aus, es frisst einiges an Leistung. Einiges. Also wenn ich das enabled habe, also auf Auto habe, dann habe ich zwar eine sehr schöne Kantenglättung bei Ratchet und Clank Tools of Destruction, aber es ruckelt halt. Ne? Das ist halt wieder so der Punkt, das ist noch nicht ganz optimiert. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Einstellungen, damit wir auch wirklich über diese FPS-Ratio gehen können. Default Resolution könnt ihr auf 1280 oder 1920x1080 machen, so wie ich das immer habe. Ich habe das in meinem Fall hier auf 1920x1080, damit die Resolution, also die Auflösung, wirklich die höchste genommen werden kann, obwohl ich eigentlich einen 2K-Monitor habe. 2K-Auflösung einfach, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Das kann ich jetzt nicht auswählen, deswegen müsst ihr gucken, was ihr nutzen könnt. Dann Resolution Scale lasst ihr auf 800 und Resolution Scale Threshold lasst ihr auf 16x16, also 1024 Points. Shader Mode lasst ihr Async Multithreaded. Oder ihr macht Async with Shader Interpreter, damit er selber sich entscheiden kann, ob er alle Kerne nimmt oder nicht, je nachdem, was er braucht. Bei Additional Settings macht ihr Stretch to Display Area. Das ist nochmal sehr wichtig, damit das Ganze, ich sag mal, schöner aussieht, bevor das so langgezogen ist. Ne? Audio ist auf Standard, habe ich so gelassen. I.O. auch auf Standard. System habe ich einfach von Konsolen Language auf German gemacht. Keyboard-Typ habe ich auch auf German gemacht. Network braucht ihr nichts machen. Dann kommen wir wieder zu einem Punkt, wo auch wieder sehr, sehr wichtig ist und ihr auch noch mal ein bisschen drauf achten müsst, damit das auch funktioniert, ja. Bei Advanced, hier, das ist der ganz wichtige Punkt bei Advanced, ja, Leute. Denn wir müssen hier einiges einstellen, damit ihr wirklich auf über 60 FPS oder über 40 FPS sogar kommen könnt. Und zwar werden wir hier ganz einfach bei Sleep Timers Use Sleep Only machen. Maximum Number of Spurs Threads auf Unlimited. Und bei Firmware Settings auf Load, also Load Libl V2 SPX Only. Das aktiviert ihr noch. Dann auf der rechten Seite lasst ihr keinen Haken drin, sondern macht hier bei Driver Wake Up Delay auf 350 QS, ich glaube Sekunden soll das sein. Und bei, ganz wichtig Leute, hier ist der sprengende Punkt, damit ihr die höchsten FPS erreichen könnt. V-Blank Frequency. Macht das einfach hoch, okay?
Egal, ob ihr nur 60 Hertz habt, macht das hoch auf 120 oder knallt es auf 200, ist egal. Das skaliert mit den FPS mit, die ihr aktuell im Spiel habt. Das gibt euch einen extremen FPS-Boost. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei diesem Programm hier ist es so vorgegeben, dass man das einfach so einstellen soll. Es gibt auch ein Tutorial von RPCS3, wo die das sagen, dass man das einfach total hochknallen sollte, theoretisch. Dazu gibt es aber, wenn man das komplett hochknallt, habe ich da Probleme, habe ich einen Absturz immer. Deswegen habe ich das auf 120 Hertz bei mir gelassen. Da komme ich immer zwischen 40, 80 FPS. In den meisten Fällen sogar bleibe ich immer konstant auf 80, also 70, 80 FPS habe ich eigentlich so zu 80% immer in dem Game und kann es wirklich sehr, sehr flüssig spielen. So, das ist alles gewesen bei Advanced. Bei Emulator braucht ihr eigentlich gar nicht viel einstellen. Das ist alles auf Standard, da habe ich nichts rumgemacht. Und Debug könnt ihr, wenn eure Texturen, ich sag mal, verbuggt aussehen oder so komisch gestretched, geht bei Debug rein und aktiviert Use GPU Texture Scaling. Das müsst ihr aktivieren, damit die Texturen nochmal besser geladen werden. Es kann aber sein, dass das Spiel dadurch einiges an Performance verlieren kann. Muss aber nicht, Leute. Wenn ihr den Debug-Modus nicht habt, habt ihr nicht die aktuellste Version. Nochmal ganz wichtig für euch zu wissen. So, und das sind alle Einstellungen, die ich für mein Spiel bei Ratchet & Clank zum Beispiel benutze. Ich werde in den nächsten Videos auch auf eure Anfrage andere Games testen, wie diese laufen, bevor ihr sie vielleicht kaufen wollt. Ja, es kann ja sein, einer möchte zum Beispiel God of War spielen für die PS3 und er will sich das Spiel holen, aber er weiß nicht, ob es überhaupt auf dem PS3-Emulator auf dem PC läuft. Das wäre kein Problem. Schreibt mir das in die Kommentare und ich teste für euch das Game. Dazu mache ich dann jedes Mal ein separates Video, damit ihr so einen kleinen Einblick habt, wie dieses Spiel läuft. Und das werde ich auch jetzt mit den weiteren Emulatoren machen. Wir werden den Yuzu-Emulator nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen, den PCSX2-Emulator, RPCS3 wie jetzt und den Citra-Emulator. Da werden wir einfach nochmal ein bisschen nachgucken, welche Games am besten laufen, welche ich euch empfehlen kann, wo ihr auch nochmal euch sicher sein könnt, hey, das Spiel kann ich spielen. Und ja, Leute, mehr will ich euch nicht sagen. Ich habe jetzt euch wirklich sehr, sehr viel Zeit geraubt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas helfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Kommentar würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit rein. Ich antworte auf jedes Kommentar, was mit diesem Thema zu tun hat. Auch auf andere Kommentare, keine Frage. Ihr könnt es ja in meinen anderen Videos sehen, beim Emulator, PCSX-Emulator oder bei dem User-Emulator haben einige Leute Fragen gestellt und die habe ich fast alle beantwortet. Also, da macht euch mal keine Sorgen. Ich gehe auf eure Wünsche ein. So, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem RPCS3-Emulator. Haut da rein, denkt dran, Abo nicht vergessen, Like da lassen und ja, schreibt einen Kommentar, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.